Willkommen beim Nerds of Law Podcast. Die Nerds of Law, das sind Katharina Bisset und Michael Lanzinger. Wir präsentieren euch Neuigkeiten zu Recht und Technik, spannende Interviews sowie Tipps und Tricks generell zur geekigen Seite des Rechts. Denn vergesst nie, Law is the ultimate science. Nerds of Law Episode 68. Mit Bedacht, aber flott. Mit den Vereinsplanern. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode vom Nerds of Law Podcast, den ich heute wieder anmoderieren darf. Hat mir die Katharina zuerst gerade erlaubt. Finde ich gut. Und heute begrüßen wir zwei Personen, die wir eigentlich schon relativ lang kennen. In Lukas und in Matthias, beide von Vereinsplaner, wobei ich Matthias eigentlich schon länger kenne. Ich glaube, von unserer gemeinsamen Zeit in der Tabakfabrik, im Coworking Space dort. Ich glaube, dort haben wir uns das erste Mal kennengelernt, beziehungsweise waren wir mal gemeinsam, aber quasi als Konkurrenten bei einem Science Slam in Linz dabei. Und schon damals hast du erzählt, in der Tabakfabrik vom Vereinsplaner, einer wahnsinnig interessanten App, die gerade in dem Vereinsland Österreich wahnsinnig wichtig ist. Und wir haben da seit einiger Zeit auch als Nerds of Law eine Kooperation mit Vereinsplaner. Und ja, also war es höchstens an der Zeit, dass ihr mal in den Podcast kommt und darf euch zwar herzlich begrüßen. Hallo, grüß euch. Hallo. Ihr müsst jetzt so sagen, wer ist, wenn es euch meldet. Achso, ja, dann fangen wir gleich mal an, dass ich mich vorstelle. Sagt, ich sitze links und ich sitze rechts, weil dann kennen sich unsere Hörer aus. Ich sitze rechts vom Luke und der Luke sitzt links von mir. Ah, das ist okay, super. Genau, welche Farbe hat die Katze? Ja, genau, so kennen diese Logik. Ich bin der Matthias, bin im Endeffekt das technische Brain hinter Vereinsplaner. Genau, wie du richtig gesagt hast, Michael, wir haben uns vor sehr früh, zu 4-5 Jahren aus seiner Tabakfabrik kennengelernt im ehemaligen Axis. Da ist, glaube ich, um den Datenschutzverein gegangen. Genau. Und haben uns damals auch noch beim Science Slam wieder getroffen. Das will ich aber jetzt nicht mehr auch ausgraben, weil damals war es nicht so fit im Präsentieren. Ich glaube, das ist ziemlich peinlich, wenn ich mir das jetzt noch mal anschauen würde. Ja, wir verlinken dann das YouTube-Video sowieso. Oh je. zu meinem Hintergrund, ich habe eigentlich einen technischen Hintergrund seit eh und je. Ich habe HTL-Informatik gemacht, habe 5 Jahre in Hagenberg studiert und habe eigentlich dann während dem Studium angefangen, dass ich Vereinsplaner mache, weil ich eben selbst im Verein tätig bin. Habe 5 Jahre auf Landjugendvorstandstätigkeiten hinter mir und bin auch in der Feuerwehr aktiv und natürlich Studentenverein und jetzt auch junge Wirtschaft. Also Vereine sind bei uns ein sehr großes Thema, auch in der Freizeit. Genau, und ich schließe da glaube ich gerade ganz gut an. Ich bin sozusagen das Pendant zum Matthias, alles was nicht technisch ist. Das heißt, eben mein Name ist Kreinz Lukas, ich habe Ausbildung, ich sage mal, im Marketing, aber selbst gelerntes Marketing. Das heißt, ich habe mich leidenschaftlich mit dem Thema Marketing vor allem im Online-Bereich befasst und bin dann auch so über Studium dann zu Matthias gekommen, haben uns da kennengelernt über ein Programm, über ein Startup-Programm und das hat eigentlich von Tag 1 relativ gut zusammengepasst. Ich selber habe auch einen Vereins-Background, eher der sportliche Bereich, also Fußball- und Schützenvereine. Und ja, und so geht es uns nicht nur beruflich sehr gut zusammen, sondern eben auch aufgrund unserer Hobbys sind wir da ein ziemlich gutes Dreamteam. Genau, und es ist schon auch zu erwähnen, wie wir uns kennengelernt haben, weil der Lukas wohnt in Forchdorf, ich habe in Bad Ümsbach gewohnt, das sind eigentlich Nachbarorte. Und trotzdem haben wir nach Turin fahren müssen, nach Italien, zu dem Startup-Programm, dass wir uns kennenlernen. So ist eigentlich unser Zusammenschluss zusammenkommen. Genau. Das ist aber ziemlich cool, muss ich sagen. Ich meine, ich selbst bin, glaube ich, auch in meinem Leben schon sicher in über 10 Vereinen gewesen. Mittlerweile, glaube ich, ich glaube, sicher 5 oder 6 mehr oder weniger aktiv, zurzeit weniger. Habe meine Frau im gemeinsamen Verein kennengelernt, ganz traditionell bei der Weihnachtsfeier. Also, Vereine haben auch mein Leben nachhaltig beeinflusst. Ja, wir arbeiten seit einiger Zeit auch zusammen, wobei der Lukas da hauptsächlich dafür verantwortlich ist, dass er mich sehr höflich, aber trotzdem Gott sei Dank bestimmt daran erinnert, dass ich gewisse Dinge jetzt einmal gefälligst abgeben sollte.
Hörerinnen und Hörer des Podcasts werden mittlerweile mitbekommen haben, dass das bei mir ein altes Problem ist. Kann man Franz für Folgen verweisen. Aber genug von mir. Vereinsplaner ist, wie ihr schon gesagt habt, für Vereine. Wie seid ihr auf das gekommen? Wie seid ihr da drauf gekommen, beziehungsweise dass da dann nicht einfach da ist? Naja, ich glaube, auf das Problem kommt man nur drauf, wenn man eben selbst im Verein tätig ist und dadurch, dass ich selber bei der Landjugend und im Vorstand war und bei der Landjugend auch die Kommunikation zu den Mitgliedern übergehabt hatte, habe ich das einfach extrem angefeuert, dass ich SMS schicken muss. Wir haben Monatszettel ausgeschickt und für mich war das einfach nicht mehr zeitgemäß. Ich habe damals gerade das Programmieren so richtig gelernt und habe halt da vorgeschlagen, hey, ich könnte ja eine App für unseren Verein machen, damit wir zumindest intern die Möglichkeit haben, dass man automatisiert News und Termine ausschicken, beziehungsweise auch so Themen wie Erinnerungen, dass einfach Mitglieder sämtliche Informationen, die sie zu Terminen und Neuigkeiten brauchen, einfach immer griffbereit in der App haben. Weil zu der Zeit, vor 5-6 Jahren, war es eigentlich schon so, dass jeder Smartphone gehabt hat und entsprechend, ich sage mal, 90% der Leute auch gewillt waren, das App runterladen. Hab das dann eigentlich so für unseren Verein gemacht, habe das dann bei der Jahreshauptversammlung vorgestellt. Und bei der Landjugend Jahreshauptversammlung von uns ist es immer so, dass auch befreundete Vereine eingeladen sind. Und die haben dann relativ schnell auch Interesse bekundet. Und so ist dann eigentlich die Idee gekommen, hey, wenn ich das schon mache, dann könnte ich das auch gleich für alle verfügbar machen. Und habe dann nur ein bisschen Programmierzeit drangehängt. Und ich glaube, ein halbes Jahr, nachdem die Idee geboren ist, habe ich das dann in den App Store gehabt mit einer kompletten minimalen Version. Und ist sehr, sehr gut angenommen worden für das, dass man nur Termine und Neuigkeiten schicken kann. Und nach wie vor ist es so, dass wir so den Gedanken pflegen, hey, Vereine nutzen das, also sollen uns auch Vereine sagen, was sie brauchen, was sie in der App haben wollen. Also es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir, sondern die Vereine kommen aktiv auf uns zu und schlagen uns die Funktionen vor. Und so ist auch Vereinsplaner gewachsen. Also so ca. 90% der Funktionen in Vereinsplaner sind von Vereinen vorgeschlagen. Und so haben wir einfach geschafft, dass wir eine sehr kundennahe, eine sehr vereinsnahe App machen, die im Endeffekt von Vereinen sehr, sehr gerne genutzt wird. Und wann ist dann Turin gekommen? Turin war dann, das war dann 2 Jahre später, glaube ich. Ja, 2 Jahre später, ist ja vor 2 Jahren später. Genau, also 2015, 2016 zum Programmieren begonnen. Und ich glaube 2017 waren wir dann in Turin unten. Einfach, ich habe damals, also bei mir war es so, ich habe damals die Mentalität gehabt, ich melde mich bei jedem Award an, ich melde mich bei jeder Möglichkeit an, wo ich irgendwie mein Startup-Wissen vorantreiben kann. Kenne ich irgendwie. Und ich sag gerade lachen müssen, wir kennen das, ja. Ja, breite Streuung einmal am Anfang. Genau, ja. Nein, es war immer so ein bisschen das Mindset, mehr wie Nase und können es nicht. Und ich habe mich einfach überall angemeldet und war auch nicht beleidigt, wenn ich nicht genommen worden bin. Und durch das habe ich zum Beispiel den FutureZone Award für App des Jahres gleich 2016 bekommen. Also das ist eigentlich relativ schnell gegangen, einfach weil ich mit dem Mindset überall reingegangen bin, mehr wie Nase und können es sowieso nicht. Und genauso habe ich auch das Stipendium bekommen. Und der Luki hat das also von da. Es war relativ ähnlich. Ich war damals noch in einem anderen Startup, das muss man auch dazu sagen. Also wir sind beide ziemlich zur selben Zeit, also so 2015, in dieses Startup-Thema eingestiegen, aber eben am Anfang noch in unterschiedliche Startups. Aber wir haben uns dann eben über dieses Programm, wo ich dann mit meinem damaligen Startup dabei war, kennengelernt. Und so ist es zustande gekommen. Das heißt, wir waren irgendwie am selben Mindset-Level und Wissensstand, aber halt mit unterschiedlichen Startups haben aber gemerkt, dass wir uns eben das auf kommt. Basis, genau, dass halt auf Basis dieser Skills und Kompetenzen super harmoniert, weil man sich halt sehr schön ergänzt. Und das waren dann auch so unsere ersten, ich sage mal, operativen Schritte gemeinsam, dass halt ich mich dann um das ganze Außenwirksame beim Vereinsplaner gekümmert habe, nämlich die ganze Webseite, Texte, ein Helpcenter, Blogbeiträge, also einfach einmal losgestartet, weil das Tool hat es ja, wie gesagt, in einer einfachen Version ja schon gegeben und wir haben dann gesagt, okay, professionalisieren wir das gemeinsam und da braucht es halt dann eben unterschiedliche Ergänzungen, weil das Technische nach wie vor der Matz umgesetzt und das ganze Content-Thema drumherum habe halt ich dann da dazu beigetragen, genau.
Jetzt würde es mich aber interessieren, wart ihr von Anfang an Vollzeit dabei? Weil, du hast ja gesagt, ihr habt schon vorher Startups gehabt. Wie hat das funktioniert? Habt ihr das nebeneinander laufen lassen? Seid ihr am alten Startup ausgestiegen? Wie kann ich mir das vorstellen? Also das war tatsächlich sogar noch neben dem Studium eben. Also da waren wir beide am Ende vom Bachelor, Anfang vom Masterprogramm. Das heißt, auch das war noch nebenbei. Der Matthias hat auch den Vereinsmann immer wieder in Studienprojekten sozusagen auch im Studium weitergeführt. Und bei mir war es halt auch so, nebenbei noch das Studium gehabt, auch das andere Startup noch gehabt. Wir sind dann auch fast zeitgleich zu einem, also für mich ein drittes Startup, für Matthias sozusagen mit Blockbit das zweite Startup. Ich bin aber dann wiederum beim ersten Startup ausgestiegen, weil das war auch noch in Graz. Das heißt, das ist irgendwie schon so ein bisschen so, da sind wir auch wieder beim Thema. Ich habe sehr viel probiert auch und hat sehr viel Spaß gemacht, war sicher sehr zeitintensiv, aber wir haben das sozusagen dann nicht nur Vollzeit den Vereinsbanner gemacht, aber mit sehr viel Leidenschaft und trotzdem mit sehr vielen Stunden immer wieder dann auch Wochenends weitergebaut, am Abend, am Feierabend neben dem Studium, neben Blockbit sozusagen da auch tatsächlich dann den Vereinsbanner weitergebracht. Ja, aber man könnte da jetzt nicht sagen, dass das jetzt nur Vollzeit ein Startup war. Wir waren sicher so, dass wir geglaubt haben, wir können überall die Welt umreißen und wir können alles zeitgleich machen, einfach weil wir viel Energie gehabt haben, beziehungsweise nach wie vor haben. Haben aber dann ja so Mitte letzten Jahres, sage ich mal, schon den Entschluss gefasst, hey, wo könnten wir hinkommen, wenn wir jetzt mal voll Fokus gehen, wenn wir einfach nicht zwei, drei Sachen parallel machen, sondern nur ein Thema wirklich komplett fokussieren. Der Lukas hat dann Mitte letzten Jahres gestartet, dass er Vereinsplaner Vollzeit macht. Ich Anfang des Jahres und man merkt schon, dass man ganz anders Arbeitsverhältnis hat. Das ja, Ganze jetzt hast du einfach ganz viel anders schneller weiterkommen. Ja. Es ist ein bisschen, ich glaube schon ein bisschen die Naivität, dass man denkt, man kann alles gleichzeitig machen. Und wenn man sich dann wirklich auf eins einmal fokussiert, merkt man richtig, was eigentlich weitergeht, wenn man sich wirklich fokussiert. Ich sage mal, da geht es auch ein bisschen darum, wie viel braucht dann dieses jeweilige Startup in unserem Fall, auch die Attention von uns. Beim Vereinsbanner war es halt wirklich so, es hat uns einfach gebraucht, weil sonst wäre es einfach so, ich sage mal, recht gemütlich dahin gewachsen und das wollten wir aber nicht. Und für uns war es aber umgekehrt, die Entscheidung, dass wir gesagt haben, hey, es wächst sogar, wenn wir das Ganze noch gar nicht Vollzeit machen, wollen wir da nicht Vollzeit reingehen und dann das Ganze wirklich aktiv pushen und um das sogar schneller wachsen lassen. Und das haben wir dann auch für uns entschieden und das merkt man auch wirklich, wie sie dies, also ich sage mal, diese Manpower sozusagen eins zu eins in Entwicklungsschritte beim Vereinsplaner positiv hinentwickelt, ja. Und wie ist euch beiden damit gegangen? Ich meine, ihr habt schon beide Startup-Erfahrung gehabt, aber ich meine, ich kann nicht behaupten, dass da Michael und ich nie zusammenkrachen, also ich meistens in ihn. Wie rennt es mit der Dynamik? Ich meine, wenn man zu zweit ist und sozusagen niemanden hat, der das Zünglein an der Waage ist, wie geht man das an? Weil das passiert ja relativ oft gefühlsmäßig, dass man zu zweit ein Startup gründet. Was wären das eure Tipps oder Learnings? Also im Endeffekt, es bringt nichts, wenn beide komplette Sturscheitel sind und den eigenen Kopf einfach hundertprozentig durchdrucken wollen. Also ich und der Lukas, wir haben eine ziemlich coole Dynamik, weil ich einfach technisch sozusagen alles bestimme und der Lukas marketingmäßig alles bestimmt, aber trotzdem das Feedback des anderen mit einbindet. Das ist jetzt nicht so, wenn ich mir denke, das war cool, das setze ich durch, sondern der Lukas challenged mich auf technischer Sicht komplett, beziehungsweise ich challenge den Lukas auf Marketing-Sicht komplett. Und es war eigentlich noch nie so, dass wir jetzt komplett gestritten hätten oder so. Es ist einfach so, einerseits eine Bestätigung, wenn der Lukas sagt, ja, das ist geil, mach mal, beziehungsweise für mich einfach nochmal so ein Hinterfragen, macht das jetzt wirklich Sinn oder ist das einfach was man jetzt gerade einbilde? Ja, also da kann ich auch gar nicht viel ergänzen. Also das ist wirklich da auf einer sehr, ja, auf einer sachlichen Ebene. Vor allem, ich sage mal, die sachliche Ebene baut da auf einer Vertrauensbasis auf. Ja, weil
wir vertrauen uns da beide hundertprozentig in die jeweiligen Kernkompetenzen des anderen und dadurch hinterfragt man es nicht nach Sinnhaftigkeit, sondern eher, wie kann man das Ganze noch einmal eben challengen und vielleicht ein bisschen besser pushen, ja, dass man sagt, okay, hast du das mitgedacht, dann heißt es eh meistens, ja, habe ich mitgedacht und dann sagt man, super, und dann steht es da und das ist wirklich auf so einer Ebene und da muss man sich aber auch wirklich finden, also das ist jetzt auch nicht selbstverständlich und das wissen der Mats und ich auch, dass das bei uns extrem gut funktioniert und wir da uns das extrem gut abgesteckt haben. Und auf das sind wir, also da sind wir froh, dass das wirklich so ist, weil es kann natürlich anders auch sein. Es kann natürlich auch das Thema sein, dass man zu dritt gründet. Man könnte auch eine 2-1 Situation entstehen und das sind dann schon Themen, da wo man als Startup schon auch mit Bedacht handeln muss, nicht, dass man da irgendein Ungleichgewicht reinbekommt. In unserem Fall ist das gar nicht der Fall, ja, und da sind wir ziemlich froh, dass das auch so ist, ja. Wir haben auch das Thema, dass wir relativ gleich denken und darum können wir auch kleine Projekte relativ schnell umsetzen. Das beste Beispiel ist, wir haben eine FFG-Förderung bekommen mit Anfang des Jahres und eine Voraussetzung war, dass wir einen Mitarbeiter einstellen. Und ich und der Lukas haben einfach innerhalb von 2 Tagen komplette Karriereseiten von uns mit Möglichkeiten, wie man Bewerber finden, umgesetzt. Da wo ich halt gleich komplett die technische Komponente übernommen habe, der Luke die komplette Content-Marketing-Komponente. Und wir da auch wieder gemerkt haben, wir entwickeln uns, also es geht nicht aneinander vorbei, sondern wir wissen komplett den gleichen Zielpunkt und können da einfach ziemlich cool gemeinsam hinarbeiten. Und so ist es einfach bei extrem vielen Sachen bei uns. Wir reden uns anfangs ab. Dann weiß jeder, was zu tun ist, also stecken das ab und jeder weiß, was zu tun ist. Dann redet man sich zwischendrin kurz ab, dabei kann aber jeder extrem selbstständig arbeiten und dann ist man ziemlich zeitgleich fertig, setzt das Ganze um. Also wir haben da wirklich eine relativ gute Routine reingebracht, also dasselbe auch beim Rechtsbereich. Ja. Also bei jeglichen kleineren Projekten geht das eigentlich wirklich schnell von der Hand, was da diese Umsetzung betrifft, was ja wichtig ist für ein Startup, weil am Ende vom Tag ist die Geschwindigkeit, die was dann entscheidet beim Startup. Ja. Genau, also jetzt aber nicht anhaken, wenn wir dann nur zu zweit sind, der Lukas hat natürlich eine Grafikerin und einen Content Creator im Hintergrund, mit dem er sich abstimmt und ich noch 2 Entwickler und das ist natürlich dann die jeweilige Aufgabe. Und aber die sind alle Freelance oder sind das Angestellte? Wir haben 2 Entwickler, die sind jetzt Vollzeit angestellt, weil wir auch gemerkt haben, wir brauchen internes Wissen, also einen Frontend und einen Backend-Developer. Und die Grafik- und Content-Themen haben wir einfach on-demand derzeit ausgelagert. Auch jetzt in Zukunft Performance-Marketing-Themen, das heißt, auch da in diesem Bereich wollen wir stärker uns forcieren. Das ist dann eher die Unterstützung für mich, beziehungsweise eben bei Matthias Inhouse sowieso die Unterstützung, dass wir dann einfach auch da wieder ein bisschen schneller sein und aber zusätzlich unterschiedliche Meinungen und mehr Know-how reinbekommen, weil auch das ist das Thema. Als Startup-Gründer ist man nicht allwissend und da ist schon gut, wenn man jeden Tag ein bisschen was dazu lernt und lernen tut man dann vor allem auch, wenn man mit anderen Personen zusammenarbeitet und deswegen ist das bei uns auch wichtig. Also wir sind generell beide diese Netzwerktypen, die was dann auch viel mit Leuten reden, schneller mal rausgehen, schneller mal Feedback einholen, das spiegelt sich eigentlich bei uns durch die Bank bei alle Prozessbereiche wieder, ob das jetzt toolorientiert ist oder salesorientiert oder Performance-Marketing orientiert, da sind wir, also da findet man das Rad nicht neu und da machen wir es eigentlich in ähnlicher Weise, natürlich mit anderen Charaktere, immer wieder so. Ja. Und das hat sich recht gut bewährt. Jetzt muss ich ein bisschen auf Plan gehen und Michael was fragen. Ich glaube, es war relativ bald, nachdem ich Michael kennengelernt habe, wo er gemeint hat, er mag keine Startups. Dann hat er gesagt, er mag keine Startups außer Vereinsplaner. Und jetzt ist soweit, er mag keine Startups außer Vereinsplaner und wir sind gerade dabei, das zweite zu gründen. Michael, warum magst du keine Startups außer Vereinsplaner und deine eigenen? Also ob ich mein eigenes mag, damit mich selber, das will ich jetzt mal offen lassen, aber nein, von dem bin ich überzeugt. Ja. Weil bei Vereinsplaner, ich habe zuerst die kennengelernt, Matthias, und erst die Lukas später, aber was mir da so gut gefallen hat, ist das, dass bei Vereinsplaner niemals dieses, was ich früher wahnsinnig oft erlebt habe, dieses Bullshit-Bingo drinnen war. Also wo wahnsinnig viel Feenstaub und wahnsinnig viel Glitter ist,
und wahnsinnig viel Startup-Lifestyle und eigentlich wahnsinnig wenig dahinter. Und da habe ich nie das Gefühl gehabt, zum Beispiel, wenn ihr euch auch bei mir gemeldet habt oder so, das ist jetzt was, das wollen wir auf jeden Fall gratis und da greifen wir ab oder so, also so nehmen. Und das war deswegen einfach mein sehr positiver Eindruck von dem Startup. Und ich habe leider, das soll jetzt kein Klischee sein, aber ich habe leider diese Geschichten, was ich jetzt gerade beschrieben habe, mit bei anderen Startups schon die Erfahrung gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wo wahnsinnig viel Schall und Rauch war, wahnsinnig große Pläne, keine konkreten Pläne und eigentlich dann, sobald es beim rechtlichen Rat, der verlangt worden ist oder der erfragt worden ist, dann sozusagen um meine Kompensation gegangen ist, das sehr schnell wieder uninteressant worden ist. Okay. Nein, aber vielen Dank, also echt coole Worte, dass man das da noch einmal so direkt hört. Und ich glaube auch, das spiegelt die Wahrheit relativ gut wider und das Coole ist, der Matthias und ich reden über die Sachen so gar nicht, sondern das war für uns beide so eine Selbstverständlichkeit. Also auch die Erlebnisse, was du da gemacht hast mit diesem, ich sage mal, Bullshit-Bingo, das kriegen wir trotzdem auch sehr, sehr viel mit. Ich sage, Gott sei Dank wird das alles immer fundierter und einfach auch die Startups selber entwickeln sich da generell weiter und man ist ja halt trotzdem am österreichischen Markt und man hat dann auch gemerkt, man kann da jetzt nicht wie am amerikanischen Markt laut schreien und dann viel Geld einsammeln und nichts dahinter. Aber es stimmt schon. Also man erlebt es trotzdem nach wie vor sehr, sehr oft, wie einfach sich das Leute dann auch vorstellen. In Wahrheit, und das sagen wir dann auch oft, weil wir halt dann da mit den Vereinen auch zu tun haben, wir sind da jetzt dann nicht nur zu dieses typische Startup, was jetzt da so alles super cool, sondern wir sind ein junges Unternehmen, das was eine Software entwickelt für Vereine. Ja? Und das soll jetzt gar nicht irgendwie langweilig oder monoton klingen, ist ja auch nicht, sondern es ist ja wirklich super spannend. Aber wir müssen das Ganze nicht irgendwie künstlich mit irgendwelchen komplizierten englischen Begriffen da jetzt wertiger machen, sondern wir machen die Wertigkeit, indem wir ein cooles Tool entwickeln. Und da sind wir, und das sind halt dann die Punkte, wo wir, glaube ich, nicht einmal drüber reden haben müssen oder Diskussion drüber gehabt haben, hey, Lukas, bremst dir mal, was du da redest, das ist eigentlich nur mehr irgendwas, sondern da ticken wir in Wahrheit genau gleich und das ist ziemlich cool. Ja. War aber schon cool, wenn wir sagen, wir verwenden künstliche Intelligenz, um neue Mitglieder zu finden und speichern die Mitgliederdaten auf der Blockchain. Ja. Ein bisschen Bullshit in der Spende. Genau. Aber ich finde trotzdem, dass ihr einen der genialsten Firmennamen habt. Ja, Name ist Programm, das stimmt. Ja. Also da hab ich echt einmal herzlich lachen müssen am Anfang. Du meinst dahinter die LMNOP Group GmbH. Ja, ich meine... Genau. Das kannst du ja nur. Ich meine, gerade, dass du das nicht singst aus purem Reflex. Ja, aber das war ja die Intention, das wird unser Firmensong. Ja. Das längste Buchstabe des Alphabets. Haben wir das sogar am 1. April gegründet? Ja, wir haben am 1. April übrigens gegründet. Ja. Also, da passt alles zusammen. Aber es ist kein schlechter Witz. Also, Vereinsbanner ist wirklich eine sehr reale Erscheinung mit großen Zielen. Fun Fact, im Firmenbuch ist LMNOP sofort durchgegangen, weil unser Notar hat damals gemeint, dass LMNOP sicher nicht durchgehen wird als Firmenname. Bei uns war eigentlich das Group das Problem, dass es nicht durchgegangen ist. Sie haben gesagt, es hat noch keine Group, aber wir haben gesagt, aber für die Zukunft gedacht, das Group, es ist ja nicht nur der Vereinsbanner, sondern im Hintergrund haben wir eben wie auch diese FFG-Förderung am Laufen des Verbandsplaners, beziehungsweise könnte man auch in Richtung anderer Branchen denken, Gemeinden, Firmen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, dann wählen wir gleich einen Firmennamen der GmbH, der was da gleich dazu passt. Und das war tatsächlich ein bisschen ein Problem. Und zweiter Funfact, weil es mir auch einfällt, viele Leute, weil wir haben das LMNOP klein geschrieben und ein kleines L schaut aus wie ein großes I. Und jetzt sind wir ziemlich oft, wenn wir irgendwo announced werden oder wenn irgendwo was geschrieben wird, die Imnop GmbH. Echt? Ja, haben die Leute alle noch nie das Lied gehört? Ich meine, hallo. Ja. Steht, kein Allgemeinwissen. Ja, steht sogar auf unserer Kreditkarte Imnop. Ja. Irgendwo gibt es die Imnop und jedes Mal, wenn sie da announced, verdampft. Das ist so wie die jüdische Volksfront und die Volksfront von Judäa beim Leben des Brian. Ja. Jetzt will ich aber wissen, seid ihr auch eine Marke mit LMNOP? LMNOP haben wir als Marke angemeldet. Ja. Aber ich weiß nicht, ich glaube, wir haben, warum wir das, weil de facto, die LMNOP ist ja wirklich nur die GmbH dahinter. Das ist
weder irgendein Produkt. Ja, noch es ist halt für Lawyers. Ja. Aber ja. Ich wollte gar nicht wissen, was ich schon alles als Marken eingereicht habe. Ja. Aber wir haben jetzt, und was auch noch ein weiterer Funfact, wir haben die Domain lmnop.xyz. Weil Google hat ja abc.xyz. Geil. Und wir haben lmnop.xyz. Ja. Das okay, das ist schon geil. Also, ja. Ja, aber ich glaube, das ist Programm, und ich finde das, was ich auch so erfrischend fand, weil jetzt nicht nur das, wie der Michael sagt, bei Startups ist halt oft so, dass die rechtlichen Themen oft nur bedingt ernst genommen werden. Ihr nehmt es ernst und challenged da auch entsprechend, und ihr habt nicht das Gefühl, dass ihr da reinkomme. Und wenn ihr euch irgendwas erzählt, dann kommt es mit, wow, ist urlästig. Als ob ich das zu Fleiß mache oder so. und das ist auch immer ein rechter Spaß. Ich mein, gerade da kann ich noch dazu ergänzen, ich meine, wir sind ja dann trotzdem eben eine Software, die was übers Web funktioniert, sozusagen, also eine Cloud-Software. Und da geht es ja dann auch um Security und um Datenschutzthemen. Und genau deswegen ist ja das auch so ein zentraler Bereich bei uns, der was einfach auch viel Aufmerksamkeit braucht. Ja, weil man hört da wieder in Amerika dies und da ist wieder was mit WhatsApp und so weiter. Und das ist ja auch unsere Chance, die was wir Vereinen gegenüber haben, dass wir da eben auch sagen, okay, wir sind ein österreichisches Softwareunternehmen und wir arbeiten hier noch den rechtlichen Rahmen, wie das auch da gemacht werden soll. Und deswegen ist uns das auch wichtig, ja. Also das hat schon auch eine tiefe Begründung, sage ich jetzt einmal, bei uns intern, obwohl wir natürlich jetzt sozusagen da jetzt nicht aus rechtlicher Sicht die Experten sind, aber genau deswegen suchen wir da auch Partner, mit denen wir dann auch zusammenarbeiten, dass wir das Ganze da auch gemeinsam sauber abbilden. Also das ist auch wieder von uns ein Zugang. Da, wo man selber noch nicht oder wo man noch Lücken hat, da holt man sich halt dann jemanden dazu, der was genau diese Lücken dann füllt. Ja, ja, das ist super. Also es ist sowohl lustig, aber trotzdem die wie soll ich sagen, angemessene Ernsthaftigkeit. Also ihr nehmt das ernst, was ihr macht, aber habt extrem viel Spaß dabei, und das kommt halt, genau, das kommt halt rüber. Genau. Drum taugt es uns also mit euch. Auch wenn wir wahrscheinlich langsamer sind wie ihr. Nur Michael. Also, ja, das ist jetzt auch kein Maßstab. Das kann ich jetzt auch nur so bestätigen. Also ich war jetzt nicht die Erste, die das sagen. Aber ich meine, wir haben jetzt über Vereinsplaner geredet und ich habe das schon ein bisschen angeteasert. Was kann Vereinsplaner eigentlich alles? Also Vereinsplaner hat im Endeffekt gestartet als reine Kommunikation von Vorstand zu Mitgliedern. Das heißt, dass man einfach Newsbeiträge und Termine als Vorstand einträgt und die Mitglieder das jederzeit griffbereit haben. Einfach, dass man nicht mehr Rückfragen machen muss, wo jetzt der Termin ist, wann der Termin ist, beziehungsweise man in WhatsApp-Verläufe das Ganze durchsuchen muss. Und inzwischen haben wir da einen kompletten One-Stop-Shop sozusagen für Vereine gemacht, von kompletter Newsverwaltung, die ähnlich wie ein Blog sind, bis Terminverwaltung mit Zusagen, Absagen, Umfragen, also komplettes Rückmeldesystem. Wir haben einfach Finanzverwaltung drinnen, wir haben jetzt eine komplette Inventarverwaltung drinnen, wir haben einen Online-Speicher für den Verein drinnen, die komplette Mitgliederverwaltung. Also wir schauen wirklich, dass man da, statt dass der Verein da 10 Tools nutzen muss, dass einfach alles da datenschutzkonform in einer Software hat, der zum Beispiel auch bei einem Vorstandswechsel leicht übergeben kann und nicht, dass man da wieder Passwörter scheren muss oder Daten herumschicken muss oder mit USB-Sticks transferieren muss. Genau, ja, und das Ganze halt, vielleicht auch noch ergänzend dazu, der Vorstand in der Verwaltung und die Mitglieder sozusagen in der Kommunikation, die was das dann auch nutzen. Ja, also ich habe es zuerst schon gesagt, WhatsApp ist ja ein Thema bei Vereinen oder ein großes Thema. Wir haben auch einen mobilen Chat drinnen, wo halt dann wirklich auch wirklich aktiv in beide Richtungen kommuniziert werden kann. Und die Mitglieder nehmen da vor allem die mobile App, ist eh klar, weil es einfach sehr einfach in der Handhabung ist, und die Vorstände aber meistens die Web-Oberfläche, weil die Verwaltung einfach über Web-Oberfläche viel sauberer und schneller von der Hand geht. Und so ist das Ganze aus Produktsicht sozusagen aufgebaut. Das Ganze wird aber noch weiter gesponnen von uns, und das ist dann auch dieser Bereich, der was für uns
den, was wir als gesamtes Ökosystem sehen, da ist dieses Vereinshandbuch dabei, das heißt, das ist ein E-Paper, was wir quasi mit 9 anderen Experten zum Thema Vereinswesen geschrieben haben. Da geht es um Datenschutz. Da Leute, geht's von denen Sie vielleicht schon gehört haben. Genau, also ich darf da keinen Namen nennen, aber das ist ein super Projekt gewesen, was du schon wir nicht. Hat. Ja, genau. Und eben da sind dann wirklich sehr viele rechtliche Themen abgedeckt, aber natürlich auch so Unterstützungsthemen, wie verwaltet man den Verein, wie findet man neue Mitglieder. Und das gehört halt für uns zu diesem ganzen Thema Vereinsbahn auch dazu, dass wir halt da schauen, dass wir einen Mehrwert in den ganzen Bereich reinbekommen. Und das Ganze, das Gleiche mit dem Rechtsbereich, wo wir eben auch Dokumente für die Vereine in Kooperation aufbereiten. Ja. Und das ist halt eine super Sache, weil das wissen Vereine wirklich zu schätzen. Und da geht es uns jetzt primär im ersten Schritt gar nicht darum, dass wir überall ein Preismarker dranhängen, sondern da geht es uns darum, dass man eben unterstützt, Zeit erspart, aber auch sozusagen den Vereinen, die da oft vielleicht Unterstützung brauchen und am Beginn unbeholfen sind, gerade ein Verein, der was neu gegründet wird, und dass wir die da zeitnah auch abholen, obwohl das Tool vielleicht im ersten Schritt bei wenigen Mitgliedern jetzt noch gar nicht das Thema ist, dass das jetzt gebraucht wird, beziehungsweise man das sogar dann kostenlos verwenden kann. Aber es geht einfach darum, dass wenn wir da sehr viel unterstützen, dass dann sicher wir auch dieses Unternehmen sein, wo die Vereine dann auf uns zurückkommen und sagen, hey, der Vereinsplaner, der hat da schon 2-3 andere Projekte ziemlich cool gemacht, warum soll man da die Softwareprodukte anschauen? Und das ist so ein bisschen auch die Strategie von uns dahinter. Und das Ganze halt dann in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Also auch diese 3 Länder sind jetzt einmal unser Fokus für dieses Jahr. Ja. Genau. Und im Endeffekt die Vereinsplaner-App, wenn wir es jetzt noch nicht gesagt haben, wir haben schon geschaut, dass das möglichst für alle erreichbar ist. Haben da jetzt in Zukunft auch, also wir haben eine Android- und iOS-App, haben aber in Zukunft die komplette App auch auf Progressive Web App, das heißt, man müsste sich theoretisch nicht einmal die App aus dem App Store installieren. Einfach, dass man da den Zugang von den Mitgliedern zur Vereinsplaner-App so einfach wie möglich macht. Genau. Und dass man sie natürlich auch unabhängiger macht, genau. Insgesamt. Also, das ist ja immer schwierig. Ich meine, das App Store-Thema mit Apple und Co. ist ja kein unbekanntes. Mhm. Und da muss man natürlich auch als Unternehmen schauen, dass man da in die Zukunft gerichtet, weil keiner weiß, wo es hingeht, da sehr, sehr agil bleibt. Ja, weil man wächst, aber man will da trotzdem auch nicht seinen Spielraum verlieren oder zu sehr auf eine Karte setzen. Genau. Na, jetzt ist natürlich die Frage, wo geht es weiterhin? Unicorn-Status, Weltherrschaft? Vielleicht sage ich dir Weltherrschaft ist ein Problem, das müsste man uns dann ausmachen, wer was kriegt, ja. Aber sonst. Achso, du meinst Unicorn, kann man euch helfen bei der Weltherrschaft nicht, okay. Bei der Weltherrschaft müsste man uns den Globus ein bisschen aufteilen, also wer was nimmt, sage ich jetzt einmal. Ja, nein, aber auch da wieder, da sind wir trotzdem auch sehr bodenständig gedacht, also die 3 Länder, was ich vorher genannt habe, inklusive Liechtenstein und Südtirol, was jetzt da eher als kleinere Märkte zu sehen sind, ist einmal jetzt unser Fokus, aber wir wollen es natürlich nicht ausschließen, auch aufgrund vom Feedback von Vereinen, die was an Mehrsprachigkeit wünschen, die was andere Länder wünschen, also auch das sind Themen, wo wir durchaus gewillt sind, dann in die Zukunft geblickt und eben auch vielleicht einen UK-Markt oder Skandinavien sozusagen, wo man mit Englisch schon eine relativ gute Durchdringung auch hat, da einmal hineinzufühlen und hineinzustarten, hängt wahrscheinlich dann auch mit einer weiteren Brand zusammen, aber das könnte man ja dann so gestalten wie dieses, wie Gurkal.at zum Beispiel, die was ja in Tschechien den Markt im ersten Schritt aufgebaut haben und dann mit einer ganz anderen Brand sozusagen mit ähnlichen Konzepten in den österreichischen Markt gekommen sind. Also das wird sicher realistisch. Aber auch hier, und das ist so ein bisschen unser Learning auch, man muss trotzdem Step by Step gehen. Man kann es vielleicht schnell gehen, die Steps, aber man kann sicher jetzt nicht sagen, okay, ich überspringe jetzt da einmal 7 Schritte, weil das wird dann irgendwann wieder mal drauf fallen. Und genau so gehen wir auch. Das heißt, mit Bedacht, aber flott. Ja. Und da ist natürlich eher so jetzt diese Marktdurchdringung in unsere heimischen Märkte jetzt einmal der Fokus, was die Zukunft bringt. Ich glaube, das ist... Also wir wären uns sicher nicht dagegen, wenn wir Vereine außerhalb vom deutschsprachigen Raum auch helfen können, sagen wir es einmal so. Genau.
Ich meine, als Info noch, wir haben im ganzen Dachraum über 800.000 Vereine und da wäre schon mal das Ziel, dass wir da einen Großteil davon erreichen, weil es wird ziemlich unterschätzt, was Vereine dann doch auch für Wirtschaftswert haben im Dachraum. Also mit den ganzen Events, also Vereinsfesteln, mit den ganzen Mitgliederthemen, auch bei Katastrophen zum Beispiel, darf man auch nicht unterschätzen, wenn Vereine zusammenhelfen, was das in Wahrheit für Wirtschaftswert in Milliardenhöhe pro Land ist. Und da zu unterstützen, glaube ich, ist eine relativ eine coole Sache. Und da kann man sicher auch den einen oder anderen, sagen wir mal, finanziellen Euro mitverdienen. Aber wir bleiben halt da wirklich in der Verwaltung. Also das ist unser Kerngebiet, also weder Consulting noch sonst was. Also es ist tatsächlich der Softwarebereich das, wo wir uns am wohlsten fühlen. Und für alles andere, glaube ich, kann man sehr gute Partnerschaften auch machen. Genau. Und jetzt natürlich, weil es uns extrem interessiert und oder mich und ich wahrscheinlich auf dem Papier beim Gründen sehr viel, sagen wir mal, mehr gestolpert sind als, wie hast du gesagt, schnell, aber zielgerecht gegangen. Und ihr seid ja, was Gründen betrifft, ist in Wirklichkeit alte Hasen. Ich darf das sagen, weil ich älter bin wie ihr. Bei unseren Hörern, die eben gerade sehr viel auch aus anderen Branchen kommen oder Juristen, die gründen wollen, was wären da so eure Tipps? Wo fängt man überhaupt an, wenn man sagt, ja, ich habe da jetzt eine Idee, aber ja, pff. Ja, im Endeffekt bei uns war es damals so, beziehungsweise der Vereinsplaner hat als eingetragenes Unternehmen einfach gestartet, das E.U. und wir haben dann eigentlich erst zur GmbH gegründet, wie wir zwar zusammengefunden haben. Und die erste Gründung war eigentlich so, ja, machen wir mal. Jeder sagt immer, ein getragenes Unternehmen zu gründen, dauert 10 Minuten, hat er gestimmt. Circa, ja. Es ist, sind halt dann die ganzen anderen Themen, die dann laufend dazukommen und das war eigentlich sehr viel Learning by Doing. Durch das habe ich, also bei mir war es damals so ziemlich viel Know-how aufgebaut und dadurch, dass wir eigentlich bei einem anderen Startup auch dabei waren, haben wir dann eigentlich für Vereinsplaner, also für die LMNOP auch schon ziemlich viel Know-how gehabt, beziehungsweise viele Themen gewusst, wie wir machen, beziehungsweise was ultra wichtig ist, Ansprechpartner, also ein gewisses Netzwerk haben für gewisse Themen, einfach, dass man sich da selbst nicht tagelang damit beschäftigt, sondern da was oft einfach hilft, dass man einfach, wenn fragen kann, der einfach die Probleme oder die gewissen Themen schon mal gehabt hat, statt dass man sich da eben, dass man es eben in, sagen wir, einer Stunde löst, statt dass man sich da tagelang selbst damit beschäftigt. Das sind also Themen, dass man fragt, hey, kennst du einen startup-freundlichen Steuerberater zum Beispiel? Ja? Genau. Das sind wirklich dann, das sind so Dinge, die kehren zum Gründen irgendwie dazu, aber vielleicht nicht gleich unmittelbar, aber natürlich macht man dann auch finanzielle Schritte, beziehungsweise braucht man da, wenn man es jetzt nicht selber macht, ja auch Unterstützung. Das war bei uns immer so, unser Kernfokus soll tatsächlich alles bei den Kernbereichen im Vereinsplaner bleiben. Darum haben wir da immer geschaut, dass wir eben da trotzdem auch unterschiedliche rechtliche Partner in die Bereiche auch haben, die was das dann auch professionell machen. Und natürlich kostet das ein bisschen Geld, aber dafür kann man zum einen sich sehr viel Zeit freischaufeln, die was man wieder selber besser einsetzen kann. Und zum zweiten ist man auch auf einer sichereren Seite. Und dasselbe könnte man auch sagen mit Mentoren, dass man auch da nicht zu schüchtern ist, dass man da nicht von der Idee weiter, also die Idee erzählt und da mit Leuten drüber redet. Also die Angst, dass, und das können wir jetzt wirklich sagen, wir haben so viele Ideen schon gehabt und mit Leuten geredet, die Angst oder die haben wir dann, das darf man einfach nicht haben, dass dann jemand mit der Idee abhaut, weil. Das macht keiner. Keiner hat die Energie und die Passion, die man selbst hat, wenn man die Idee hat, dass man das wirklich komplett umsetzt. Und die Idee kehrt mehr so oft, ist halt nur der Einstieg in das Ganze und wie oft ändert sich die Idee, wenn man dann in Richtung Produkt oder in Richtung Prototyp geht, das war so also der erste sinnvolle Schritt wäre, dass man die Idee gemeinsam eben mit einem zweiten, mit einem dritten einmal ein bisschen ausdefiniert, da vielleicht einmal zu irgendeinem Startup-Programm von Oberösterreich in unserem Fall, da gibt es ja einiges, geht und mit da einmal mit den richtigen Leuten redet, weil erstens einmal sind bei denen schon oft einmal Leute gewesen, die was vielleicht genau dieselbe Idee gehabt haben oder eine ähnliche Idee gehabt haben, die was dann wieder vernetzen können, beziehungsweise da spart man sich da jetzt, wie Matthias eh schon gesagt hat, viele Tage an Arbeit, die was man vielleicht in einem Gespräch in einer Stunde klären kann und das dann eigentlich so diese
Quick Wins, dass man da einmal wirklich so losstartet, eben anderen davon erzählen, da nicht zu scheu sein und dann die ersten Schritte machen, aber auch nicht sofort da das Ganze overengineeren. Also das wäre auch bei uns nicht zielführend gewesen, da gleich mit einer GmbH zu starten und dann gleich zu glauben, dass man da jetzt sofort rechtlich mit Gesellschaftervertrag Nonplusultra gleich alles komplett durchdefinieren muss. Aber natürlich ist das ein Prozess, der was sich dann laufend auch weiterentwickelt. Ja? Also das war bei uns, das haben wir genau gemerkt. Und das ist ja ein bisschen so dieses Lean Startup, dass man da einfach einmal losstartet, sehr schnell Prototypen entwickelt, da ein Feedback sich einholt und dann da auch wieder das Ganze dann umsetzt und weiterentwickelt und so das Ganze professionalisiert. Weil so overengineert man es irgendwie so im stillen Kämmerchen nicht. Und dadurch weiß man eigentlich ziemlich gut, ob man am Markt dran ist oder am Markt vorbei arbeitet. Weil das ist halt schlimm, wenn man am Markt vorbei arbeitet. Wie der Lukas schon gesagt hat, wir haben auch in Oberösterreich sehr viele Institutionen, also für alle oberösterreichischen Zuhörer, die Idee haben. Wir haben mit Vereinsplaner schon die ganze Förderlandschaft von Oberösterreich durchgemacht, sei es jetzt Akkustat gewesen, die uns eigentlich von Stunde 1 an geholfen haben, einmal selbst die Idee zu validieren und einmal ein bisschen zu fokussieren. Der ganze Bytebag Accelerator in Hagenberg, da wo auch Mentoren zur Verfügung gestellt werden, die einfach nur mal aus Sicht von außen eben mit reinbringen und wo man auch ein bisschen Cash bekommt, einfach um gewisse Sachen ausprobieren zu können. Für alle Studenten in Hagenberg haben die jetzt zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass sie ein Büro haben. Und dann haben wir auch noch Tech2B, um das zu erwähnen, weil es uns schon auch viel geholfen hat. Mit Tech2B haben wir zum Beispiel auch dann das ganze erste Pricing von Vereinsplan, also das ganze erste Mal, dass wir Geld verlangen, ausdefiniert, gemeinsam mit einem Mentor. Und haben auch da nach wie vor Zugriff auf das ganze Netzwerk von denen. Also es darf man echt nicht unterschätzen, was man da in Oberösterreich alles geboten kriegt. Ah, das ist extrem spannend. Das heißt, also das ist was, worauf man auf alle Fälle schauen soll als Startup. Was gibt es an Förderungen, wo gibt es Unterstützung und so weiter? Genau, und Förderungen sind aber eben nicht nur Cash. Also Cash ist immer so schön, aber für uns, beziehungsweise für mich war das damals schon sehr wertvoll, dass man einfach, also ich habe ja damals ganz am Anfang alleine Vereinsplaner gehabt und seitdem ich Lukas habe, geht es eh um einiges besser, weil eh wie der Lukas gerade gesagt hat, man entwickelt sowas still im Kämmerchen und denkt sich, das ist cool, das ist cool, das ist cool und Vereine nutzen es auch und Vereine haben es requested, aber man geht trotzdem zu wenig raus einfach damit. Und wenn man einfach einen Co-Founder hat, das ist auch ein Tipp, nicht alleine gründen, weil einfach mit einem Co-Founder, wenn man sich gegenseitig challenged, geht einfach alles leichter. Sei es jetzt, die guten Seiten sind umso schöner und die schlechten Seiten sind nicht ganz so schlecht. das klingt aber wunderschön. Ja, immer sehr gut ist und ich finde das interessant. Also ich notiere natürlich und lausche mit Bedacht. Und damit ich was zu notieren habe, jetzt auch, was sind eigentlich eure persönlich genutzten Hardware- und Software-Tools in eurer täglichen Arbeit? Notierst du das, dass du das abkupfern kannst? Nein, ich glaube, der Michael ist so subtil, weil er hat bald Geburtstag und er schickt mir das dann aus seinen Wunschlisten. Ganz genau. Also angenommen, jetzt kann man jetzt die neue Playmobil Enterprise vor bei euch meistgenutzten Hardware-Tools karten. Du bist so subtil, Michael. Ja, voll gut. So, das haben wir alles auf Tonaufnahme, das kann man jetzt gar nicht vergessen, was du haben willst. Außer natürlich, ich schneide es außer und was? Wer weiß. So, ups, genau daran kann ich. Das wird eben nachher schon immer total verändert. Das wird die Share angehört. Also ich und der Lukas, wir haben, also mal zu den meistgenutzten Hardware-Tools haben wir und der Lukas natürlich einen Laptop, weil wir brauchen den einfach, aber wir haben beide eine Spezialausführung, weil ich kann nicht ohne meinen externen Monitor, weil mein Monitor beim Laptop einen Defekt hat und die ganze Zeit flackert. Ups. Und der Lukas hat immer seine externe Tastatur dabei, weil seine interne Tastatur kaputt ist. Ja. Und bei mir war es das Wasser, was drüber geschüttet worden ist. Bei mir war es der Kaffee. Man merkt, also, bei euch sitzt das Geld ziemlich locker, ja. Und was Laptops betrifft und so. Würde das Geld locker sitzen, hätten wir uns schon einen Laptop gegönnt. Ja. Kann man das absetzen? Genau, wir könnten es so machen, quasi wir machen aus die zwei Laptops einen Laptop, dann haben wir eh wieder einen. Nein, aber es funktioniert in beide Richtungen. Ich muss halt immer mit dieser externen Tastatur herumlaufen und der Mats kann halt im Idealfall
am besten nur mit einem externen Monitor arbeiten, weil er halt sehr flackert. Ja. Aber es wäre nicht so, dass man nicht trotzdem und sonst, ich sag mal, das gehört auch zum Unternehmertum, als junges Unternehmen ja dazu, dass man da, dass eben das Geld nicht so locker sitzen soll, weil es halt im Endeffekt noch wenig vorhanden ist. Ja. Also das ist da, ja, das ist ja ganz einfach. Auch die Geräte auch gibt, gell? Ich ja. Ja, aber sie funktionieren ja noch. Ich sage mal, solange die Arbeitsleistung darunter nicht leidet, und das ist ja in Wahrheit dann nicht das, was jetzt der genau. Fall ist, weil so funktioniert, und die Geräte sind wirklich schnell und deswegen glaube ich, ist jetzt auch kein Thema. Glaube ich, ist halb so schlimm. Für einen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin ist das natürlich kein Thema. Ja. Also da würde das Gerät gleich einmal ersetzt werden. Das ist ganz was, das ist eine Selbstverständlichkeit. Aber genau, da als Gründer darf man da auch ruhig einmal ein bisschen zurückstecken müssen. Ja. Genau. Aber was, so Hardware-Geräte haben wir mal. So passt. Passt. Ich notiere 2-hinnige Laptops. Also das kann ich, das wird definitiv, kommt ganz oben auf deine Geburtstagsliste. Ein hinniger Laptop, finde ich auch. Ein gebrauchter hinniger Laptop. Ich habe immer so Musik gemacht bei den Tasten und so. Dann so ein Bild mit einer Kuh, so. Weiß wie schön. Du startest mit Software. Also, ja, sind wir eigentlich wirklich relativ gut durch. Also, Kopfhörer sind noch wichtig. Neues Cancel vielleicht dazu, falls man, dass man sich gegenseitig ausstellen kann. Coworking Space auch ein bisschen, ja genau, oder falls man im Coworking Space ein bisschen lauter wird. Und sonst, hardware-mäßig ist der zusammengerammt, ja. Software-mäßig, bei mir als Marketer, klar, die ganze Google Suite, was die ganzen Themen betrifft, also das Online-Marketing-Thema. Und sonst, ich meine, Tools-mäßig ist dann auch relativ schnell sehr gut zusammengerammt. Ich verwende halt sehr gern die Notizfunktion von Apple Server, weil das hast du halt sozusagen auf alle Geräte synchronisiert. Das ist cool. Und sonst alles, was die technische Software betrifft, wird jetzt eh der Matthias sagen, was da gebraucht hat. Also ich bin da relativ genügig, was Software betrifft. Ja. Stimmt schon, deine SEO-Tools und was. Genau. Ja, dev-mäßig im Endeffekt haben wir auch nicht die Entwicklungsumgebung. Die übernimmt eigentlich auch schon ziemlich viel und sonst sind eigentlich ja Jira. Genau, Jira und Confluence im Endeffekt, dass man das ganze Projektmanagement, dadurch, dass wir jetzt 2 Mitarbeiter haben, geht es nicht mehr so, dass ich einfach alles auf eigene Faust mache, sondern da braucht man schon ein bisschen Struktur dahinter. Alles funktioniert recht gut, auch von den Prozessen haben wir einen Scrum-Prozess eigentlich. Und ja, unsere Entwicklungsumgebung Spotify ist extrem wichtig für mich. Ja, genau. Ist auch. Und ja, es ist ganz YouTube auch, aber das kann man jetzt nicht irgendwie als Tools. was auch immer hilft, oder? Ja, es könnte jetzt auch kommen, die Kaffeemaschine oder so, haben wir auch schon gehabt. Kaffeemaschine ist das Wichtigste. Ohne Kaffeemaschine braucht man in der Früh niemand anreden. Nein, komme ich schon, aber kann sein, dass ich ein bisschen zickig bin. Jetzt wollen wir das schon detaillierter wissen. Ich meine, den hinnigen Laptop und so, den haben wir schon verstanden, was für eine Kaffeemaschine. Boah, wir haben eine. Ich weiß, dass es ein Profi-Gerät ist, auch da wieder, das ist ja ein Coworking-Space-Maschine, aber das ist halt eine mit oben richtig 2 große Türme Kaffeebohnen und mit angeschlossener Wasserleitung, angeschlossener Milchleitung, Mit Kuh dahinter oder ohne? Ja, genau. Nein, das ist in Linz so, das kann man sich einrichten lassen von der Linz AG, da gibt es dann Warmmilch und Kaltmilch, wissen viele. Ja, genau, und die Sache ist aber, und das ist, da haben sie mal die Statistik rausgefahren, die hat, glaube ich, in 2019 oder 2020er Jahr 150.000 Kaffees runtergelassen, die Maschine. Also man kann sich vorstellen, dass die Maschine jetzt, man hat jetzt sicher eine große Maschine im Kopf, ungefähr so eine ist. Ja. Größtes Kaffeehaus in Linz. Ja, haben sie mir scherzhaft gesagt. Und also ist auch wirklich lecker. Ich als Nicht-Kaffeetrinker, jetzt bin ich schon ein bisschen mehr Kaffeetrinker, aber kann das zwar nicht beurteilen, aber wie schmeckt er? Ich als Kaffeetrinker kann das bestätigen. Ja, ich glaube, es war der, den wir auch schon getrunken haben, Michael, oder? Du hast mich schon mal mitgenommen in die Tabakfabrik. Ja, aber nicht so die 2. Ja, aber ist das nicht die gleiche Kaffeemaschine? Nein, das war in einem anderen Stockwerk eine andere Kaffeemaschine.
Ah, okay. Also, wir waren damals, glaube ich, beim Philipp Moser bei Nazio. Genau. Ah, okay. Und ihr sitzt wahrscheinlich woanders. Genau, wir sitzen zwei Stockwerke drunter. Ja, aber im anderen Gebäude. Gebäude ja, also zwei Stockwerke tiefer und andere Gebäude. Also gegenüberliegendes Gebäude. Ja. Okay, also nicht die gleiche Kaffeemaschine. Nein, da kann ich doch nichts sagen. Ja. Aber ihr seid herzlich eingeladen, dass wir mal uns auf einen Kaffee treffen. Ich glaube, das wird... Sitzt ihr in der Startup-Lane oder was? Ja, genau. Es gibt eine Startup-Lane. Die Strada del Startup. Ja. Das ist eine Straße, da sind links und rechts lauter Büros. Sondern lauter Startups. Also ein Büro 25 Quadratmeter. Für vier Leute. Und da arbeiten quasi kleinere und größere Startups, weil wenn du größer bist, hast du halt zwei, drei solche Büroflächen. Also so. Und wenn du kleiner bist, hast du halt eins. Genau. Ich weiß, es ist sehr softwarelastig. Ja. Und ein cooler Austausch. Ich finde mich gerade so dekadent. Also. Weil so viel Platz haben. Ja. Aber ja, wird definitiv Zeit. Ich muss wieder mal nach Linz. Will mal wieder einen Linztag einlegen, Michael, und dann gehen wir. Und außerdem, der Michael schuldet mir seit fast 2 Jahren Ripple von Jack the Ripple. Da kannst du ja gleich mitkommen. Ja, passt. Nehmen wir gerne an. Ja, gern. Michael, Zeit. Scheinbar kommt hier mit. Freue mich natürlich drüber. Aber ja, das sind die Zinsen, Michael. Die Zinsen, ja. Das ist schön, ja. Nein, also, ich glaube, ich war noch nie in der Strada del Startup, ich habe nur davon gelesen, heute, aber ja. Ja, macht mal gerne eine Führung. Ja. Ich bin vor kurzem an der Tabakfabrik vorbeigefahren und habe mir gedacht, komisch, das ganze erste Gebäude steht nicht mehr. Ja, alles weg. Alles weg. Das ist insofern, weil man dort vor kurzem eigentlich nur eine Ausstellung angeschaut habe. Sicher die Van Gogh, oder? Genau, die Van Gogh, ja. Die extrem cool war. Genau, ja. Da warst du auch da. Und das Gebäude gibt es nicht mehr. Und das ist jetzt nicht so lang aus. Jetzt gemessen an dem Zeitpunkt dieser Aufnahme. Ja, ja, das war ich glaube, da war die Ausstellung war vorbei und am Tag später haben wir mit den Abrissarbeiten angefangen. Das war wirklich so Vollgas getaktet. Haben sie nicht während der Ausstellung? Ja, oder das eine Gebäude schon. Das eine Gebäude haben schon ein wenig angefangen, sogar ausrahmen und innen drin zu entrümpeln, dabei nur die Ausstellung war. Also das war wirklich so von einem auf den anderen Tag. Ja, dann rahmen wir mal, wenn es wegfällt, schauen wir mal, wem es auffällt oder so. Ja. Die letzten Leute haben überhaupt nur mehr ein Drittel von der Ausstellung gesehen. Genau. Na, aber ich finde das extrem, extrem cool und extrem spannend, was ihr macht. Und ja, ich glaube, der Michael ist, glaube ich, bei mehr Vereinen Mitglied als ich. Aber ich finde das System einfach cool, zu sagen, ja, da ist er nicht, ich baue halt einmal was. Aber man merkt dann auch gerade bei euch auch wieder, wie wichtig es ist, Leute mit verschiedenen Skills zusammenzubringen. Ist auch was, das mir, oder ich zumindest erst lernen müssen habe. Weil wie ich eh schon erwähnt habe, man denkt, man kann die Welt umreißen. Ich habe am Anfang gedacht, ich kann alles machen, aber das entspricht nicht der Wahrheit, das ist alles Einbildung. Ja, und vor allem, der Tag hat dann trotzdem nur 24 Stunden und da sind wir schon ein bisschen vernünftiger und schlauer geworden, dass man sich dann auch ein bisschen was gönnt, also ich sage mal an Freizeit und da durchaus einmal abschalten darf und soll, weil man ja dann eben wieder mit frischem Kopf an die neuen Aufgaben am nächsten Tag dann auch wieder umso besser vorankommt und mit einer besseren Qualität. Also auch das sind dann so Themen. Und allein bist du halt immer dann trotzdem recht begrenzt, was das betrifft. Darum merkt man es ja jetzt auch so. Also wenn man dann wächst und dann wirklich die operativen Tätigkeiten in einem Bereich dann wirklich aufteilen kann, wie viel dann da erst weitergeht, also das ist dann wirklich so dieses 1+1=3 so quasi, ja, also dass man da wirklich extrem stark wachsen kann auch, und das ist sicher so ein bisschen so dieses Startup-Phänomen auch, wenn man dann merkt, man hat einen Bereich gefunden, und du hast es gesagt, Katharina, wenn man da einen Mehrwert reinbringt und merkt, es funktioniert, dass man da dann extrem schnell und agil voranschreiten kann. Das, was man jetzt vielleicht so als Familienunternehmen, wo man das 20, 30 Jahre so macht, gar nicht so kennt, ja, obwohl man vielleicht von der Größe relativ ähnlich ist, von der Personenanzahl, aber da trotzdem
einen ganz anderen Zugang auch dazu hat. Und das unterstützt natürlich in unserem Fall auch das Produkt, weil unser Produkt halt da wirklich sehr schön skalierfähig ist und wir das Ganze auch so automatisiert aufbauen, dass das auch uns sehr viel Arbeit abnimmt und wir dann natürlich jetzt nicht alles eins zu eins mit unseren Stunden richten müssen. Ja. Mhm. Genau. Ich glaube, das war ein sehr wunderschönes Schlusswort. Ich schaue jetzt virtuell zu Michael rüber, ob er noch Fragen hat. Ja, ich meine, die erste Frage ist jetzt einmal, oder mehr Aufforderung, überlegt sich vielleicht trotzdem nur, ob es nicht auch ein bisschen ins Consulting gehen wollte. Also ich finde, bei euch ist da schon viel da, was man super an Startups weitergeben könnte. Finde ich aber auch lustig, dass es auch leidig, du gesagt hast, die magst du nicht und jetzt machen wir es auch. Also. Ja, ich weiß nicht. Man wird zu dem, was man fürchtet, oder wie ist das? Wahrscheinlich, bevor du mich kennengelernt hast, hast du gesagt, du magst keine Frauen und keine anderen Juristen. Genau, ja. Und keine Brühmträger und generell Menschen. Alles klar. Ich mag sehr viele Leute nicht, generell. Nein. Aber es werden täglich mehr, die ich nicht mag. Die mag. Die, was du magst oder die, was nicht mag, hoffentlich. Die Ratio zwischen mag ich nicht, das ist, ja. Aber zurück zur Frage an euch beide. Iron Man oder Batman? Ich bin Iron Man. Was hast du gesagt? Iron Man. Ja. Das war's zum Streiten worden. Ja, super. Jetzt ist fast dann wieder eine Probe. Na, der Michael und ich sind uns da nicht einig. Ich bin auch Iron Man und er ist Batman. Aber... Ich bin mehr Batman, okay. Ja. Ich glaube, das ist vielleicht der Altersunterschied. Ja, wobei, ich finde den Iron Man auch cool, aber er ist einfach für mich der Platz 2 hinter dem Batman, aber das hat mehr mit dem Genre ein bisschen zum tun. Was? Der Batman ist einfach mehr düster und mehr so Horror und so weiter, nicht so der klassische Superheld, während der Iron Man sehr stark der klassische Superheld ist. Ja, aber das finde ich ja beim Batman irgendwie gerade so fad, dass der nur düster ist. Nein, ich finde das cool. Das Goldrote, das ist nicht meins. Rot ist hier gar nicht gescheit, also schwarz ist da einfacher. Ja, das ist bei mir. Aber also ich kann Iron Man verstehen, ich kenne die Comics, ich kenne die Filme, gefällt mir auch sehr gut, gibt es überhaupt nichts. Ja. Aber es ist halt einfach Platz 2 hinterm Batman. Bei mir. Da haben wir jetzt eine Diskussion offen lassen, bei euch zwei. Führen wir über die einzelnen Folgen durch. Ja. Es gibt dann andere Diskussionen. Genau, da gibt es so Stricherlisten. Ganz genau. Ja, dann auf jeden Fall recht herzlichen Dank an euch, dass ihr hier Zeit genommen habt. Das war extrem interessant. Nicht nur, was macht Vereinsplaner, was ist Vereinsplaner, sondern generell, wie geht man ist Startup sein an oder ist junge Unternehmen sein. Und ja, wir freuen uns über die weitere Zusammenarbeit und danke, dass du da warst. Danke für die Einladung. Ebenfalls vielen Dank. Danke euch. Echt taugt. Ja, natürlich auf eine erfolgreiche weitere Zusammenarbeit. Yeah. Derer steht nichts im Wege, solange wir uns nicht über die Weltherrschaft streiten müssen. Ja. Und ja, wir bedanken uns auch einmal mehr bei unseren Hörerinnen und Hörern und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke, dass ihr beim Nerds of Law Podcast zugehört habt. Auf unserer Webseite nerdsoflaw.com könnt ihr das Impressum, Datenschutzinformationen und viele spannendere Dinge finden. Dieser Podcast ist durch eine Creative Commons by Non-Commercial 4.0 International License geschützt. Das bedeutet, ihr dürft den Podcast kopieren, mit Freunden teilen, mit der Information, wo der Podcast herkommt und ihn nicht für kommerzielle Zwecke verwenden. Das Urheberrecht für die Musik liegt bei Mick Bourdais. Ihr findet seine Webseite unter mickbourdais.com. Live long and prosper. Eure Nerds of Law.